Und willkommen zu einem neuen Part von Diablo 1. Ja, der Junge hatte uns ja ein sehr nettes Angebot gemacht, was wir, denke ich mal, auch nett ausschlagen werden. Ist einfach viel zu teuer. Wir brauchen immer noch ein besseres Schild, das habe ich letzte Folge vergessen nochmal nachzuschauen. Dass wir da mal ein neues zusammenkriegen, weil ganz ehrlich, wir brauchen einfach bessere Sachen. Das geht so nicht. Nein. Wir müssen auf jeden Fall bessere Sachen kriegen. Wir haben zwar schon das Schwert und die Rüstung ist gut und unsere Krone ist auch noch okay, aber der Rest, Bücher müssen wir auch noch verkaufen. Ich gucke dauernd drauf. Wow, what can I do for you? So, Chris Bolt, dann sag mir mal, was hast du denn alles da? Ich sehe, der hat auf jeden Fall einen guten Helm, aber das ist nicht so gut wie unsere Krone. Und der hat auch noch gar keinen guten Bogen. Guten Schild, meine ich. Ach, verdammt. Nicht mal hier, obwohl, nee. Aber man sieht schon, einige neue Sachen sind dabei. Auch teure Sachen. Operieren brauchen wir nicht, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal einen Mana-Trank holen, zwei Stück, und verkaufen die Bücher, die brauchen wir erstmal nicht. Ich würde aber auch sagen, wir werden beim nächsten Level auf Mana gehen. Magic. Weil dann können wir das auch langsam auf Maximum bringen. Und wir verbrauchen weniger Mana beim Heilen. Gerade jetzt wird es ja sehr interessant. Wir sind ja jetzt in der Hölle. Im Höllenbereich. So, Book of Shade Sport. Weg damit. Teleport brauchen wir nicht. Phasing brauchen wir erstmal nicht. Flash brauchen wir nicht. Teleport brauchen wir nicht. Guardian brauchen wir nicht. Ferno nicht. Und das Book of Firebolt brauchen wir auch nicht. Haben wir erstmal. Haben wir ein bisschen Platz? Weil ihr seht, wir haben schon einige Haufen an Gold. Und das kann sich echt ins Unermessliche steigern. Heute ist es mal nicht so heiß, finde ich sehr schön. Macht das Aufnehmen auch viel mehr Spaß. Und zurück in die Hölle. So, dann komm mal her, du Dicker. Ah, die Gargoyles waren ja das Problem. Und ein Ring. Ich hör's, wo ist er? Da. Gargoyles waren ja momentan das Problem. Die Feuerviecher gehen ja noch, wenn man sie rechtzeitig erledigt. Aber die Gargoyles, dieser da, der will sich weg. Der fliegt dann weg, wenn man das Fliegen bezeichnen kann. Setzt sich dann hin, macht sie zu Stein und heilt sich wieder voll. Das ist echt das Problem. Wenn du die im Rudeln hast, du hast gerade einen fast down, sag ich mal. Dann fliegt er weg, der nächste kommt zu dir. Das heißt, du kümmerst dich dann erstmal um den nächsten, aber der andere heilt sich in der Zeit wieder hoch. Das ist scheiße. So, was ist das? Ein Buch. Fungaldome. Okay. That didn't do anything. Ich kann mit nichts machen. Wir werden auf jeden Fall nachher mal in der Stadt gehen und mal die Leute befragen, die Dorfbewohner, was es mit diesem Buch auf sich hat. Das ist zum Beispiel auch wieder so ein kleines Mini-Quest-Teil. Also solche findbaren Quests sind das. Aber wir haben noch keine, sie noch nicht ausgelöst. Das heißt, wir müssen erstmal die Leute befragen nach diesem Buch. Auch immer interessant. Ich weiß gerade wirklich nicht mal aus dem Stegreif, was das für eine Quest war. Ach, ich liebe irgendwie diese Atmosphäre hier in der Hölle. Man merkt, wir sind schon wirklich weit. Und wir haben Level Up. Wir wollten ja auf Magie gehen, wa? Gehen wir auf Magie. Danach vielleicht wieder auf Vitalität. Damit wir ein bisschen mehr die Schläge aushalten. Besseres Schild wäre ja besser, aber wenn wir kein Schild haben, müssen wir so Vitalität tanken. Oh, jetzt haben wir mal Massen. Komm her. Eieieiei. Ziehen ganz schön ab. So. Wollte sich heilen. Feige Sau. Und, ja, ob man das als brennende Höllen bezeichnen kann, wo die Dämonen leben, geht auch nicht, weil da, wo die Dämonen herkommen, das ist einfach eine andere, sagen wir mal, Dimension. Das hier ist einfach nur, der weitere Untergrund von der Kathedrale. Weil wenn wir mal überlegen, ich bin heute wirklich hibbelig, muss ich sagen. Mann, geh doch mal dahin. Wenn wir überlegen, wir sind immer noch die Kathedrale hinuntergegangen. Immer weiter nach unten. Klar, dass wir dann irgendwann mal den Planetenkern erreichen. Siehe Lava.
komme da hin? Ach, da hinten so rum. Okay. Wir sind aber immer noch an demselben Punkt. Wir gehen einfach nur tiefer. Denn so wurde es auch laut der Geschichte gesagt. Nachdem Diablo gefangen wurde, der wurde, wie gesagt, die drei Brüder wurden ja in diese Welt der Menschen verbannt, von den kleineren Übeln. Und ich will eigentlich nicht so viel spoilern, aber jetzt muss ich es einfach mal sagen. Und die wurden ja mit Seelensteinen eingefangen, die drei großen Übel. Diese Seelensteine wurden dann versteckt. Außer einen. Nein, das ist jetzt nicht Diablo sein, ganz anders. Von Baal. Von dem etwas jüngeren Bruder. Nicht den jüngsten, aber den zweitjüngsten. Mephisto war, glaube ich, der älteste. Diablo war der jüngste. Dafür war der Anführer der drei. Und Baals, dieser Baalseelenstein ist während des Kampfes, wie man ihn einfangen wollte, zersplittert. Und das größte Splitter wurde genommen, um ihn einzusperren. Problem aber dabei war, weil es nur ein Splitter war, war es nicht. Ach du Scheiße. Sollten, glaube ich, uns erstmal konzentrieren. Ja, noch einen Trank, ne? Das Problem war, wie gesagt, dadurch, dass der nur ein Splitter war, hatte der nicht die Macht, ihn auf ewig gefangen zu halten. Deswegen hat sich dann der Anführer der Horadrim, so nennen sich die Leute, die sie gejagt haben, sind Menschen gewesen, ja. Ringmail gefunden, aha. Gibt ja gut Geld. Also diese Horadrim haben die gejagt. Und der Anführer der Horadrim, Tal Rasha, hat sich geopfert, um Baal in sich aufzunehmen. Und kämpft immer noch, ich glaube, ja, kämpft eigentlich immer noch, gegen Baal im Inneren, aber halt mit diesem Seelensplitter in seiner Brust. Ist auch eigentlich grausam, wenn man es überlegt. Und Diablos Seelenstein wurde hier unter der Kathedrale vergraben. Aber wie man sieht, selbst das hat Diablo nicht davon abgehalten, rauszukommen. Also irgendwie hat er es geschafft, durch den Seelenstein heraus die Leute zu manipulieren und, wie man sieht, den König erstmal in den Wahnsinn zu treiben, Lazarus zu verderben und ihn zu einer falschen Schlange zu verwandeln. Den müssen wir ja auch noch suchen, Lazarus, weil der ist ja auch nicht einfach irgendwo aufgetaucht. Der hat ja die Dorfbewohner, wenn ihr euch erinnert, zweite Folge war es, glaube ich. Nee, erste Folge habe ich es erzählt. Der hat ja die Dorfbewohner in die von der Stadt, Tristram, in die Katakomben. Oder einfach nur in die Kathedrale gelockt. Und der Butcher hat sie ja niedergemacht. Ah, eine Maze. Schön. Und dadurch ist er aber nicht dadurch gleich weg. Also der müsste immer noch hier irgendwo sein. Dadurch ist es ja mittlerweile bekannt, dass Lazarus, der Bischof, der Dorfbewohner oder von der Stadt, der Bischof von der Stadt, Tristram, dass der Diablo dient. Oh, was ist das? Mushroom Path? Patch. Ich kann das jetzt nicht benutzen, sagt er. Also das hat auch noch irgendeinen Sinn. Eieiei, weg, weg, weg. Viele Feuerbälle. Komm her. Ah, damit wären wir fertig. Wir haben zwar keine Feuerresistenz, aber ja, halten sehr viel aus. Hatte ich mir letztes Mal schwerer vorgestellt. Oh, wir sollten den Schild ablegen, weil sonst ist der kaputt. Das ist ja ein ganz normaler Schild. Ich dachte, das wäre ein Verzauberter. Was ist jetzt los? Achso, CD lädt. Sehen wir mal ohne Schild durch die Gegend. Sieht natürlich ein bisschen scheiße aus, vor allem hier mit dem Arm. Ich block mit meinem Arm alles ab. Oh, ist ein starker Arm. Ja, Kampfstellung halt. Aber ich will den Schild nicht verlieren, weil wir haben einfach keinen anderen Ersatzschild. Und es ist komisch, dass noch kein besserer Schild getroppt ist. Guck mal, hier liegt Geld. Scroll of Healing, Geld. Und hier ist nichts mehr, okay. Dann würde ich sagen. Nee, halt, da hinten ist noch was in der Mitte. Wir gehen aber noch tiefer. Definitiv.
Was liegt da? Da liegt jemand? Slain Hero, erschlagener Held. Rest in peace, my friend. Rest in peace. Oh, und er hat eine Breastplate fallen gelassen. Noch eine höhere Form von dem hier, weil... Na gut, das hat nur 21 Verteidigung. Hat aber höhere Aushaltekraft, also Haltbarkeit. Hm, müssen wir mal identifizieren, mal gucken, ob das Ding besser ist. Ist auf jeden Fall ein Rang höher. Auch wenn die Armor-Klasse halt niedriger ist. Haben wir echt alles durch? Das eins wundert mich aber. Warte mal. Ach halt. Waren wir da hinten in der Ecke mal gewesen? Kamen wir da her? Nee, wa? Wir kamen ja aus dem großen Bereich. Wo kommen die Viecher auf einmal her? Hier sind offene Kisten und da waren immer noch Viecher. Ne? So. Na komm. Ich finde die Story, wie gesagt, zu Diablo ganz gut. Aber ihr werdet ja sehen, bestimmt irgendwann mal sehen, dass die Story mit Diablo 3, was da hinzugefügt wurde und was da verändert wurde, es ein bisschen blöd gemacht hat. Ich glaube, das werde ich dann zur gegebenen Stelle sowieso erläutern. Es ist manchmal echt einfach dumm. Und dabei bin ich eigentlich nicht mal so ein Hater zu Blizzard oder so, aber da haben sie echt scheiße gebaut. Alter, was ist denn jetzt los? Warum ruckelt das schon wieder so langsam? Habe ich denn schon wieder was im Hintergrund an? Ne, jetzt geht wieder alles gut. Hm. Jetzt schon wieder. Was ist denn momentan los? Ich will nicht dauernd immer die Aufnahmen unterbrechen. Voll die Aufnahme-Diva hier. So, jetzt sind wir erstmal in der Stadt. Hello, my friend. So, den Ring macht Geschicklichkeit hoch. 16 zur Vitalität. Okay, gucken wir uns mal an die Brust. Also unsere normale Brust macht 10 zur Vitalität, hat eine Armor-Klasse von 25 und 3 Schaden von Gegnern werden reduziert. 3. Dann haben wir noch die Chance auf schnellere Erholung, also nachdem wir getroffen werden, dass wir schneller wieder zurückschlagen können. Hier haben wir 21, aber dafür 16 Vitalität. Hm. Hier sind mehr Bonis drauf. Wenn das Ding mehr Armor hätte, würde ich es nehmen. Aber so? Plate of Vigor. Klingt wie Igor. Verdammt. What can I do for you? Ich will es am liebsten nehmen, wegen Vigor. Vigor. Okay, verkaufen wir erstmal den Ring. Brauchen wir nicht. Aber hat gut Geld gegeben. Hat wirklich gut Geld gegeben. So. Gucken wir mal. Ach ja, wegen dem Buch müssen wir jetzt mal die Leute befragen. Ich würde sagen, gucken mal, Deckard Cain. Ach, der hat ja nichts gesagt. Hello, my friend. Stay a while and listen. Utkin oder Ogden. Ogden. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. Nein, auch nicht. Dann fragen wir mal Pepin, ob der sich mit Büchern auskennt. What ails you, my friend? Auch nichts von ihm. Mann, voll Healing hier. Aber es gibt ja noch jemanden, der sich mit Büchern auseinandersetzt, denke ich mal. Und das wird wahrscheinlich die Hexe sein, die Stadthexe. So langsam kennen wir ja unsere Leute. Zu Wirtz brauche ich gar nicht erst gehen, weil der hier kleine Junge, der ist sowieso ein kleiner Bucherverkäufer. Da hinten ist er. Fragen wir mal Adria. What do we have here? Interesting. It looks like a book of reagents. Keep your eyes open for a black mushroom. It should be fairly large and easy to identify. If you find it, bring it to me, won't you? Okay. Also im Buch stand drin, die kann daraus was Gutes zubereiten. Oder, ja, also es ist halt, wir brauchen Materialien, bestimmte Materialien, damit sie es zubereiten kann. Und das ist ein schwarzer Pilz. Und wenn wir uns erinnern, wir haben ja solche schwarzen Pilze gefunden. Das heißt, wir gehen auch runter, holen noch den Pilz und bringen ihn Adria. Und schon haben wir die Quest am Laufen. Black Mushroom nennt sich die Quest. Schwarzer Pilz. Gut, achso, wir sind ja durch die Felsformation gekommen. Ihr seht, wir tun immer mehr Öffnungen machen. Erst war es da oben, der kleine, die Krypta. Jetzt sind es die Berge.
Also wenn die Monster jetzt das nicht nutzen, um hier die Stadt einzufallen, also ich weiß auch nicht. Mich wundert sowieso, dass diese kleine Stadt noch nicht untergegangen ist, bei so vielen Viechern, die wir jetzt schon erledigt haben. Und rein da.